So. Wir gehen rein. Neues Spiel. Auto erfassen, automatisch zielen, manuelles Zielen. Manuelles Zielen, große Waffen bei Autoerfassung. Vibration. Piss dich. Bewegungssensorfunktion. Gesten. Ja. Bildrate priorisieren. Qualität priorisieren. Bildrate weiter. Helligkeit mache ich immer eigentlich einen Klick höher. Oder machen wir noch einen Klick. Kameraachse normal. Kameratempo. Werden wir gleich merken, mache ich mal auf 8. Ne, seit Black Ops 4 Zeiten einfach immer so hohe Blickempfindlichkeit überall. Mausvermeidung. Mauervermeidung der Kamera. An. Smarte Kamera. Mal schauen, wie gut die funktioniert. Bildeffekte. Soll das Motion Blur sein, Chat? Filmeffekte? Wir lassen es mal an und gucken dann. Alerts noch an. Wähle eine Grundlage für eure Charaktererstellung aus. Vagabund, Krieger, Held, Bandit, Astrologe? Mönch quasi? Prophet? Was hat der da um den Hals, Digga? Samurai! Oh! Samurai ist eigentlich schon... Ach, Digga, eigentlich ist Samurai-Pflicht. Aber ich will eigentlich auch Magie haben, Mann. Die Frage ist, wann kommt man an Magie ran? Gefangener. Bekenner. Und der gute alte Bettler. Ja. Bekenner sieht mir ein bisschen aus wie Magier, aber ich sehe auch gar keinen Zauberstab. Oder soll das ein... Bruder, was ist der Magier, Digga? Die haben alle ein Schwert in der Hand. Aber Samurai hat schon was, oder? Bekenner ist bestimmt eine Mischung aus Magier und... Ja, könnte sein. Oh, ganz schwierig, Chat. Bettler? Digga, weg mit eurem Bettler. Prophet ist Magie? Die sehen gar nicht aus wie Magier, Digga. Die sehen aus wie Bettler, Alter. Dreieck. Status anzeigen. Ah! Ah! Fivehead, Digga. Okay. Stufe 9. Geschick, Weisheit. Geschick, Weisheit. Geschick. Kondition, Kraft, Stärke. Boah, das Game sieht so gut aus. Oh mein Gott. Arkanenergie. Astrologe, Geist. Jetzt die Frage, was ist für Magie zuständig, Chat? Weisheit? Weisheit oder Geist? Oder ist Weisheit Magieskillung, also Magiestärke und Geist Mana-Stärke, so wie es auch bei den anderen Souls-Time ist. Und Glaube für, ihr wisst schon, für Wunder und so. Oder Arkanenergie. Was hat denn der Samurai Schönes? Geschick, Stärke, Kondition. Boah, Samurai sieht schon sehr juicy aus. Gefangener, der sieht mir ein bisschen aus wie so der Assassine, so ein bisschen. Der Bettler einfach. Broke as fuck. Bekenner sieht mir tatsächlich aus ein bisschen wie so ein Priester, so ein bisschen, oder Chat? Irgend so ein Mönch, ne? Das Item, was er da dabei hat, sieht mir ein bisschen aus wie vielleicht so ein Wunderwirker. Also so eine Mischung aus Krieger und Wunderwirker. Samurai eigentlich, ja, absolut Baba. Müsste ich schon fast nehmen, einfach aus Prinzip. Aber ich möchte schon Magier sein. So eine Art Kreuzritter, genau, genau. Nur halt ohne helle Bade. Also, nehmen wir jetzt... Chat, habt ihr jetzt eine Hybridklasse entdeckt? Magier und Krieger? Oder müssen wir dann den Astrologe nehmen? Bekenner gleich Hybrid. Meinst du? Ah ne, ist ja der Gefangene. Huch. Hier. Bekenner. Safe. Chat, safe. Die meisten Streamer nehmen Samurai, oder?
Was sagt ihr, Chat? Magier, Hybrid oder sollen wir einfach den Samurai nehmen und dann hoffen, dass wir Magie finden? Was sagt ihr? Ich sehe mich im Samurai. Ah, Chat, ihr helft mir nicht. Jeder sagt was anderes. Aber viele sagen mal. Digga, aber viele sagen auch Magier, Digga. Scheiße, Digga. Ey, Jungs, wir müssen hier den Lachs abbrechen, Digga. Ich kann mich nicht entscheiden, Kapi. Wenn ich der Chat nicht entscheiden kann, dann muss der Stream entscheiden. Wir kennen das Beste. Ah, der Samurai sieht halt schon sehr juicy aus. Hat Pfeil und Bogen. Was ist da eigentlich der Zauberstab? Soll das der Zauberstab sein? Nee, dieses Ding soll der Zauberstab sein. Der Bekenner, ich weiß nicht, ob der einen Zauberstab hat, Bruder. Das sieht mir nicht so aus. Das sieht eher aus wie so ein Wunderwirker. Ich nehme den Samurai-Chat. Wir werden Magie finden. Bruder, schwerste Auswahl meines Lebens, ich schwöre. Mann oder Frau, ich glaube, als Samurai sehen wir als Mann ein bisschen fresher aus. Hätte ich jetzt Magier genommen, wäre ich als Magierin gestartet. Diesen hier. Ursprung Samurai. Dann kann man hier nochmal switchen, okay. Andenken. Erhöht die maximalen Lebenspunkte, so wie der Ring in Dark Souls 3. Zwischenlandrune. Das benutzt dies, um viele Runen zu erhalten, okay. Quasi ein Seelengefäß. Verstärkt angeblich Heiligflaschen. Gleich direkt ein Estus-Flakor-Upgrade oder was? Wir spielen übrigens komplett blind. Ich habe gar keine Ahnung, was irgendwelche Items kennen. Angeblich enthält diese Asche sogar Geister. Wahrscheinlich das Item, um so Geister zu beschwören, die dir helfen für eine Zeit lang. Behält dafür bestimmte Wurfobjekte. Heben Siegel von Wicht. Statuen auf, können jedoch nur einmal verwendet werden. So wie in Dark Souls 2, diese Wände und so, wo man so ein Item gebraucht hat, um die zu öffnen. Vielleicht. Erhöht Resistenz gegen körperlichen Schaden. Aha. Ach du heilige Garnele. Zieht die Aggression von Feinden an. Ja, ich würde sagen, Chat, da nehmen wir ganz klassisch den, das Item, was uns ein bisschen mehr Leben gibt. Wikinger-Tricks. Nachtvolk. Ja, ich glaube, ich nehme hier ganz auf unkreativ den Menschen. Scheiße. Bruder, das war's wieder komplett. Digga, einfach pink, Mann!
Das sieht irgendwie aber auch nicht gesund aus, oder? Da fuck. Wir brauchen einen freshen Samurai-Chat. Digga, das sieht fast aus wie eine Frau von den Lippen her. Passiert da überhaupt was? Scheinbares Alter. Gesichtsästhetik. Ach, Digga, ich sehe da keine großen Unterschiede. Juckt auch keine Sau, man hat eh Helm auf. Gesichtsstruktur, Gesichtssymmetrie. Ach du Scheiße, Digga. Stirn. Brauenwulst. Augen. Augenposition. Ja, wir sehen schon echt hart aus wie ein Bastard, Digga. Sag ich, wie ist es? Brauch eine frische Frisur. Haar. Oh, Maschallah. Wieder kein Kamm gefunden. Scheiß drauf, Digga. Ui. Oh, man kann gut reinrotieren, Digga. Als Mönch so starten. Bruder, Hals, Maul. Wie sieht für euch ein Samurai aus, Chat? Entweder so. So. Mit Zopf. Ah. Das ist ein Samurai, der schon eine Weile umherzieht. Bin auch eigentlich 11, sieht echt gut aus, Digga. Imagine, du spielst einen Samurai und siehst so aus, Bruder. Ja, komm, wir nehmen 11, Digga. 11 gefällt mir. Haarfarbe. Ach du Scheiße, Digga. Boah, so richtig. Oh mein Gott, das hat schon was. Blond. Was für eine Haarfarbe hatten immer die Samurai? Doch schwarz, oder? Digga, schwarz sieht schon besser aus. Weiß ist sick. Aber nicht so ein mega krasses Weiß. Vielleicht so graue Haare? Machen einen Geralt. Ja, vielleicht seine Augenbrauen und so. Trotzdem schwarz und Bart, aber Haare weiß. Ich glaube, ich mache schwarz, Jungs. Gefällt mir so mehr. Glanz. Wurzeldunkelheit. Weißes Haar. Ach so, wegen Alter oder was? Oh, da geil. Seht ihr, da kommen... Da kickt das Alter, Digga. So ein bisschen auf Samurai, der in die Jahre gekommen ist. Ja, komm, nehmen wir ein bisschen was mit. Augenbrauen, Gesichtsbehaarung. Aha. Bart. Jo. Wie einfach ein Bart so viel verändert, Digga. Ja. Digga, was für ein Hurensohn. Ja, okay, der geht, Digga. Und da ist es. Das ist er, Digga. Entweder der Drei-Tage-Bart. Keine Ahnung, wenn du so Open World unterwegs bist, da ist das Rasiermesser tatsächlich dann doch immer ein bisschen weit weg. Entweder diesen hier oder diesen hier. Aber Bruder, der geht ja gar nicht fit. Die 11 ist ein Muss. Digga, das geht gar nicht fit, Digga. Gar nicht fit geht der. 4 oder 7, Chat. Was sagt ihr?
Der hat auch noch was. Aber passt nicht so zu unserer Gesichtsform. 7, oder? 7. Okay, Chat ist sich sehr einig. Also, Retalk. Sehr gut. Nice. Bartfarbe wie Haar. Ja, da hätten wir jetzt Haare schwarz machen können und Bart und so alles schwarz. Stoppeln. Was für Stoppeln, Digga. Verwerfen. Wimpern. Augen, Hautdetails, Kosmetik, Tattoozeichen, Augenklappe. Oh. Geil, Digga. Einfach ein Punkt, Digga. Sieht man gar nicht so wirklich wegen unseren Haaren. Oh, das so als Magier? Das hat schon was, Mann. Geiler Scheiß. Wäre das im echten Leben nicht so verrufen, Digga, würde ich mir das Ding hier direkt auf die Stirn tätowieren. So. Bam. Aber ich glaube, diesen hier, der hat was, oder? Nummer 6. Mach kein Auge. Boah, das ist auch geil. Ja. Wegen unserem Pony sieht man nicht viel. Komm, wir nehmen die 3 Kratzer hier quasi. Zack. Die Farbe vom Tattoo. Nee, das muss schon eine Narbe sein, oder? Muss schon eine Narbe sein. Das ist jetzt, das ist als Tattoo, aber bei uns ist es eine Narbe. Das ist bei uns eine Narbe. So gefällt mir das. Augenklappe. Lee Sin Cosplay, Digga, gar keinen Bock. Boah, das sieht schon badass aus, Bruder. Okay, wäre das Pony nicht so mega, so sieht man gar nichts mehr von seinen Augen. Ich weiß nicht. Ich glaube aber ohne. Obwohl, wegen das eine Auge sieht man sowieso kaum. Das hat schon was. Auf Pirat angelehnt. Warum haben eigentlich so viele fucking Piraten eine Augenklappe, Digga? Waren die zu blöd, den Kugeln auszuweichen oder was? Too much, I think. Eins oder zwei, Chat. Ich bin mit beiden cool. Damit die Unterdeck auch direkt was sehen wegen Dunkelheit. Ach so, haben die das da deshalb immer Augenklappe? Damit die unten ohne was anzumachen, also ohne Lampe direkt was sehen. Bruder, die waren ja übelst Fiveheads. Dann nehmen wir die Augenklappe mit, Chat. Wir sind auch Fiveheads. Augenklappe, Farbe. Da müssen wir natürlich den pinken Dresscode mitnehmen, ne? Versteht sich von selbst. Bruder, ich will gar nicht wissen, was dann die Speedrunner sich wieder für komische Charaktere machen. Die werden wieder solche kuriosen Konstellationen haben. Darauf freue ich mich jetzt schon. Einfach einen Slip geworden. Er ist echt so, Digga. Nee, wir lassen das so. Auf schwarz. Okay. Körper ändern. Oh Gott. Körperfarbe. Körperhaarfarbe. Wie Haar. Muskulatur. Der trainierte Boss. Sieht man ja richtig viel noch von. Werden sowieso die ganze Zeit was anhaben. Es geht los! What, Digga? Bam, bam. Boop. The fallen leaves tell a story. Warum ist der schon wieder leer? Game Sound lauter. Gerne. Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Wir wurden gar nicht gefragt wegen Audioausgabe, oder? Now
the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. Die gilt es dann, glaube ich, zu besiegen, um den Elden Ring wiederherzustellen. The mad taint of their newfound strength. Bro, wie geil ist der Sprecher? Ich habe steife Nippel. Triggered the shattering. Ich fahre gleich in Ohnmacht, ich kann nicht mehr. Ich hyperventiliere gleich. War, from which no lord arose. Boah, sieht das sick aus. Oh, Dicker. Das Schwert, Bruder, länger als meine Zukunft. Leading to abandonment by the greater will. Geiler Sprecher auf jeden. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead. Who yet live. Alle Artworks als Displayed holen, Digga. Displayed wird so the rich werden. Of long lost grace speaks to us all. Da liegen überall Untote, habt ihr gesehen? Horalu, Chieftain of the Badlands. War das ein Löwenkopf? The ever brilliant gold mask. Fear. The deathbed companion. The loathsome dung eater. And Sir Gideon Othmir. The all-knowing. So, jetzt mache ich wieder leiser. Kann ich atmen. Whom grace would again bless. Ich habe ihn schon in der Hand. Bruder, meiner schaut schon aus der Hose. Und der schaut mit, Digga. Deshalb ist die Cam so weit oben, Bruder. Noch ein bisschen weiter runter, dann ragt er ins Bild. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Wir sind da. Wir sind in Game. Ich muss ganz kurz einmal auf Twitch gucken. Oh mein Gott, so viele live mit Elden Ring. Es macht mich so glücklich. Ach du Scheiße. Das Solution-Spiel Fortnite, Digga. Lost. Alter, so viele Leute online in Elden Ring, Digga. Geiler Scheiß, Mann. Elden Ring, 700.000 Zuschauer. So fucking From Software gegönnt. Ich freue mich, Chat. Ich freue mich, Chat. Das Game soll sehr groß sein. Wir werden eine geile, geile Zeit haben. Wir werden heute dick reinstreamen, morgen dick reinstreamen, Samstag dick reinstreamen, Montag dick reinstreamen. Oder? Okay, wir können springen. Sprinten können wir mit Kreis gedrückt halten. Überreste plündern. Runzliger Finger des Befleckten. Okay, mit Dreieck? Nachricht lesen. Ach so, weil Springen auf X ist. Ist das ein Hinweis? Ja, vom Umdrehen kommt mir tatsächlich zu langsam vor. Einfach zu heftig an hohe Blickempfindlichkeit gewöhnt. Blut an, Untertitel an, hat automatisch aus, an. Tutorials anzeigen. Jep, Helligkeit passt, passt, passt. Gesamtlautstärke. Ich mache euch die Stimmen. Bisschen lauter. Na?
keine Spielersuchrufzeichen. Ich würde tatsächlich am Anfang gerne in den Offline-Modus gehen. Geht das hier irgendwie? Da wurden wir gar nicht gefragt. Aha, Offline-Spiel. Weil dann sind auch nur am Boden Nachrichten von dem Spiel, ne? Und nicht von anderen Spielern. Kann man nicht gespoilert werden. Ah, Elden Ring. Also, Aktionstaste mit Dreieck, erstmal verwirrend, aber hat mich auch bei Assassin's Creed Odyssey am Anfang verwirrt, wo man mit Dreieck gemeuchelt hat, ne? Seid ihr bereit? Ich sehe gar nicht meine Ausdauer. Ach, man hat ja unendlich Ausdauer, stimmt. Denkst du, Bruder, wo ist mein Ausdauerbalken? Stimmt, man hat ja unendlich Ausdauer. Also, wenn man nicht im Kampf ist. Pack den Bogen weg. Ja, müssen wir jetzt mal kurz gucken. Oh, das ist die Karte. Was ist denn okay? Okay. Ausrüstung. Ja. Ihr könnt bis zu 3 Waffen je Hand ausrüsten. Die Aktion. Ja. Okay. Zack, zack. Zack. Boah, viele Slots. Schnellobjekte. 10 Slots für Schnellobjekte. Boah, das sieht sehr, sehr, sehr schön aus, das Spiel. Katana, Schnitt, Stich. Wie nimmt man die Waffe doppelhändig? Verborgener Pfad voraus. Ja, ja. Fake News. Gedrückt halten? Nee. Die Nachrichten der anderen Spieler. Höhle voraus, Hebel, tut es, springt. Immer noch keine Truhe. Etwas Unglaubliches anbieten. Kein etwas voraus. Ja, danke, Bruder. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht hier direkt in den Boss reingeprügelt. Erstens wagt es nicht. Ist das Game so wie Assassin's Creed? Lösch dich. Verpflanzter Spross. Moin, Meister! Kann ich vielleicht mal ein paar normale Gegner befighten, bevor ich hier kämpfen muss? Ah, das ist bestimmt der Tutorial-Boss, der einem tot ficken soll. Aber ich lass mit mir nicht ficken. Ach, du Kacke! Der 1-AP-Boss! Ehrenlose Scheiße, Mann! Ach, Digga, das war ja wieder klar. Eins von fünf. Ich weiß nicht, ob man den zählen lassen kann, Digga. Ja, Tod ist tot. Obwohl, außer es kommt jetzt nicht, sie sind gestorben. Das ist ja ein Tod, der vom Spiel sein muss, oder? Aber ich denke, man kann den auch legen für extra Loot oder so. So wie es auch bei Demon's Souls ist, ne?
30er. Beim ersten Boss schon tot. Bruder, hast du den Damage gesehen oder was? Dann kriegen wir jetzt direkt unser Reittier. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Warum 5 Leben? One of his kind is sure to seek. Wir hauen alle 5 Tode einen 50€ Gutschein von Level Up raus. Deshalb zählt der Chat mit. Even if it does violate the golden order. Mann, Speedrun, Digga. Ich spiele gerade First Time blind. Was für Speedrun, Digga. Ich speedrun in die DMs bei deiner Schwester, Mann. Wo löst man den ein? Wahrscheinlich im Gutscheinfenster. Flasche mit Popo und Tränenflasche mit. Ach, Digga, dass ich Dreieck bestätigen muss, darauf komme ich nicht klar. Glaubt ihr, es gibt Barrierefreiheit, Chat? Ja, oder? Steuerung, Tastenbelegung. Ich glaube, ich ändere das einfach. Springen auf Dreieck und das andere auf X. Dann kann ich nämlich Items mit X aufnehmen. Ah, Digga. Touchpad für Ausrüstung. Ausrüstung, okay, ist ausgewählt. Stellt Lebenspunkte wieder her, stellt Fähigkeitspunkte wieder her. Ganz klassisch. Warum immer Todes? Hallo? Gemacht. Danke, Bruder. Man hat in dem Spiel ja verringerten Sturzschaden. Ort der Gnade. Das Rasten an einem Ort der Gnade stellt eure Lebenspunkte und Fähigkeitspunkte wieder her und befreit euch von Statusleiden. Außerdem werden alle Heiligflaschen aufgefüllt. Durch diese Rast kehrt der Großteil eurer besiegten Gegner von den Toten zurück. Ort der Gnade findet ihr dort, wo das Licht konvergiert. Diese Erklärung erhaltet ihr als Information. Okay, danke dir, Bruder. Wow. Zauber lernen, Truhe sortieren, Flasche, Zeit vertreiben, verlassen. Okay. Es gibt auch quasi meditieren oder spulen. Kammer zurückziehen. Oh, ducken mit Dingen, okay. Moin, Meister! First Enemy. Abwehrnummer.
Kann ich nämlich unten am Paddle auch springen auf gemütlich. Kommst du runter zu uns, oder? Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Rot. Roverfrucht. Moin, Meister! Alles klar, oder was? Waffe, Handhabung. Ihr könnt jede für... Bist du da? Ja, dann zwischen ihnen wechseln. Führt ihr eine Waffe beidhändig, erhöht sich eure Angriffskraft um 50% und Gegner können die Angriffe nicht so leicht mit einem Schild abwehren. Waffe für rechte Hand, Waffe... X plus... Mit beiden Händen für den Bruder, ist ja voll kompliziert. Warum habe ich denn jetzt das Schild in der Hand? Hallo? Mayday! Ah, Gott sei Dank. Auf einmal nimmt er das Schild doppelt, Digga. What? Kritischer Treffer. Mal zuschlagen, Bruder. Klassisches Backstab gibt's auch. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich möchte, dass das HUD immer an ist. Weil, wenn keine Gegner gerade da sind, obwohl, das ist, glaube ich, wahrscheinlich für die Open World geiler, wenn man durch die ganze Landschaft läuft oder reitet, dass da nicht die ganze Zeit immer alle Informationen eingeblendet werden. Bögen. Falltyp 1, Falltyp 2. Bögen braucht keine Sau. Talente. Waffen haben Talente, also besondere Fähigkeiten. Es gibt viele verschiedene Talente, von mächtigen Angriffen bis hin zu zeitlich begrenzten Effekten. Der Einsatz von Talenten verbraucht Fähigkeitspunkte. L2 Talent. Oh. Ah, Waffe in die Scheide und dann? Ducken. Dün, 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 dün. Stimmt, man kann in dem Spiel auch wieder sehr gut schleichen. Hey, was geht, Bruder? Rudi, wieso kannst du schon zocken? Hab geblasen für Ki. Droppt mal Loot jetzt, ihr Schweine. Brechen von Haltung. R2 halten, Sturmangriff. Beim Springen, Sprungangriff. Habt ihr gehört? Wenn die Haltung durchbrochen ist, macht man auch wieder einen kritischen Angriff. Marias Fehle. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Aha. Also quasi so eine Art Zwischenkontrollpunkt. Wenn das letzte, ja, wenn das letzte Bonfire zu weit weg ist. Weil so Dungeons, ne, die sind ja etwas größer. Soldat Godricks. Hey, was geht, Bruder? Oh, ey. Wenn ihr einen Gegner schon angehört, könnt ihr sofort einen Gegenangriff ausführen. Mit der Abwehr müsst ihr halt das Gegner leicht reißen. Sofort nach dem Blocken eines Angriffs Abwehrkonter. Hä? Hallo? Hallo? Hä? Da fuck, Digga?
Sleepy, danke für die 5 verschenkten Subs. Chat, gönnt mal einen Yippie und eine Bombe für ihren Bruder Sleepy. Also, dass man keine Ausdauer hat, ist schon geil. Man kann die ganze Zeit sprinten. Oh mein Gott, das habe ich auch in Sekiro so enjoyed. Stärke, Geste. Moin. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Ah, wir sind jetzt quasi... Ah, wir sind jetzt, weil wir da runter sind quasi... Ah, das haben wir jetzt so quasi for free gemacht. Und wenn man das Tutorial schon kennt, kann man einfach direkt durchlaufen. Ich muss gleich so heftig strullen, Chat. Auf ehrenlos angelehnt. Ich höre jetzt gleich auf, was zu trinken, Digga. Wenn ich nicht die ganze Zeit strullen laufen muss. Wo kann man aber dann leveln? Ha? Die Items sehen auch geil aus. Fingerabtrenner, Krummfinger des Befleckten. Man kriegt jetzt schon die Koop-Items. Krass. Mit dem Krummfinger des Befleckten hinterlasst ihr ein goldenes Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für eine Koop-Mehrspielerpartie rufen. Als Krummfingergeist ist es eure Aufgabe, dem Wirt im Kampf gegen den Gebietsboss zu helfen. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu den Wirt des Fingers, der euch gerufen hat. Okay. Etwas Unglaubliches voraus. Und deshalb eigentlich Offline-Modus, damit nicht überall alles so Fake-Nachrichten auf dem Boden liegen. Hebel versuchen, ja, was du nicht sagst, Bruder. Wenn ich mal an den Hebel ran könnte. Boah, das hätte ich jetzt so gefeiert, wenn jetzt hier irgendwie ein Item schon drauf gefahren wäre. Jetzt muss man einen Hebel ziehen, dann kommt es wieder runter. Chat, ich habe von FromSoftware einen Key bekommen, deshalb kann ich den Lachs schon zocken und streamen. Die habe ich ungefähr heute 12 Uhr mittags bekommen, hätte schon privat zocken können, aber habe natürlich auf euch gewartet. Und ab 16 Uhr darf ich streamen. Die Nachrichten sind doch von den Entwicklern, oder nicht? Nicht alle. Manche. Und das, man kann es halt nicht unterscheiden. Wenn du aber den Offline-Modus hast, dann sind nur die Entwickler-Nachrichten da. Ich muss kurz strullen, Chat. Und gleich lasse ich das Wasser weg, Digga. Ganz kurz strullen, dann geht's rein. Ich habe Sub-Bombs bzw. Bomb-Alerts wieder angemacht. Bin gleich wieder da. So, jetzt steht der Session nichts mehr im Wege, Digga. Einfach fucking Elden Ring, Chat. Ich bin so fucking hyped. So happy, Tricks, Mann. Das ist später Nachmittag, Mann. Wir können so eine gottlose Session heute raushauen, Mann. Oh mein Gott, Digga. Hallo? Herbeirufsreserven in jedem Gebiet. Ich muss direkt was trinken nochmal. In jedem Gebiet können mit Tür. Aha, okay. Kleine goldene Statue. Von der Grafik her weiß ich jetzt noch nicht. Ja, klar, Open World Games müssen immer ein bisschen Abstriche machen bei der Grafik. Ist halt Dark Souls 3 ähnlich, würde ich sagen. Aber, man darf ja nicht vergessen, Dark Souls 3 war auf der PlayStation 4. Man kann ja jetzt auch Tiere töten, ne? 2 Flugfedern. Ja, sorry, Chat. Was soll ich machen, Digga? Wir brauchen Ressourcen.
Hey! Dünne Bestienknochen. Das war ja eine dicke Bestie. Hey, Chat, Mann. Macht mir mal so ein schlechtes Gewissen, ihr 31er. Erdblattblume. Und von den Frames her, ich weiß nicht. Ist das die Bildkörnung, wenn ich mich umdrehe? Ja, ne, das muss, das, dann fühlt sich das immer so ein bisschen an wie Frame Drops. Deshalb hassen das alle. Filmeffekte. Konfiguration. Bei Spezialangriffen genutzten Filmeffekte. Nee. Gibt es kein Motion Blur ausmachen? Es wird auch Zeit jetzt hier für die erste Trophäe, Alter. Führende Hand der Gnade. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihre goldenen Strahlen werden dir den Weg weisen. Früh am Tag. Gibt sogar Zyklen. Vielleicht gibt es manche Gegner, die nur bei gewissen Uhrzeiten erscheinen oder stärker sind. Digga, einfach ein neues Souls-Game. Ich pack's gar nicht, Digga. Komm nicht klar gerade auf mein Leben. Immer noch Schnappatmung. Okay. Was geht, Bruder? Hallo? Finde ich übrigens sehr geil, dass es wie bei Dark Souls 3 mit englischer Sprachausgabe ist. Das hatte bei Dark Souls 3 schon einen sehr geilen Vibe. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Chat, ich würde mich über ein kostenloses Follow noch für die neuen, von den neuen Viewern sehr freuen. Gerne mal nachluschern, vielleicht ist der Prime Sub ready, dann könnt ihr hier kostenlos rein supporten. Und heutiger Stream in Kooperation mit Level Up. 30% auf alles das ganze Wochenende mit Gutscheincode Elotrix. Und alle 5 Tode hauen wir einen 50€ Gutschein raus. Ich habe 30 Stück bekommen, sprich 150 Tode. Wenn ich die voll machen sollte, die 150 Tode, weine ich mich sowieso in den Schlaf. Ich bin so fucking hyped. So fucking hyped einfach. Ich muss mich gerade echt noch ein bisschen beruhigen. Der Tod steht schon da vorne. Oh nein, Digga. Oh, der hat auch wieder hier den längsten Text der Welt. Ey, danke für die ganzen Subs, die gerade reinkommen. Willkommen an alle Neuen. It's time you set off. I should castle Stormveil. Schloss Sturmschleier auf der Klippe, wo die Gnade euch hinführt. Wenn ihr den Elden Ring sucht, Jungfern los, wie ihr seid. Also. Friedhof der Gestrandeten, Höhle des Wissens. Das ist die ganze Karte. Wir sind hier. Ort der Gnade. Ach, da sind wir hergekommen, oder? Reisen. Okay, Schnellreise hat man direkt am Anfang zwischen den jeweiligen Bonfires, beziehungsweise Ort der Gnade, ihr wisst ja. So, jetzt ist halt die Frage, Chat, wohin? Wohin laufen? Hier ist doch safe auch noch was. Oh, die Adler sind neu gespawnt. Muss der Goldspur folgen.
Achso, ich muss immer daran denken, dass man hier springen kann, ne? Ruinenfragment. Ja, laufen wir einfach mal weiter hier. Auf entspannt. Da vorne leuchtet schon was. Oh, oh, Dicker! Einfach der riesige Baum. Kirche von Lech. Verstärken von Waffen. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffen mit Runen und Schmiedestein verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann, ne? Auch klassisch verschiedene Schmiede, die verschiedene Künste haben, und es gibt meistens irgendwo einen versteckten Schmied, der richtig geilen Stuff hat. Boah, das sieht so geil aus, ne? Wenn man das entzündet. Schnellreise an Orten der Gnade. Mhm. Haben wir schon entdeckt. Es gibt auch Dungeons-Orte, an denen dies nicht möglich ist. Ne? Dungeons muss man dann echt abschließen oder komplett zurücklaufen. Hallo? You're tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly. Einfach der Weihnachtsmann, ja, so ein bisschen, ne? Oh, Händler. First Händler. Erweitert das Handwerksportier. Immer diese eingedeutschten Wörter. Zur Herstellung von gesprungenen Töpfen nötiger Behälter. Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Was für Hahaha. Handwerksportier. Ah, scheiß drauf, Chat. Gleich aus der Lachs. Fackel kaufen. Offenbart Korb und feindliche Rufzeichen. Repertoire? Handwerksrepertoire. Na, scheiß drauf, Dinge. Nee, komm, die Information nehmen wir mit. Selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shatter. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up. Let's say you're a very well. Empfehlungen. You should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your essential. Aha. Really, if you intend to survive. Alter, der gibt big tips. And I admit I do take my cut, but the important thing is that you survive. Geil. Aber er verkauft jetzt nicht das, ne, was er gerade meinte, dass man überall sich selber Gegenstände herstellen kann. Ah, doch, doch, scheiße, wir haben gerade zu viel Geld ausgegeben. Befähigt euch zur Objektherstellung, okay. Goodbye. Kaufen wir uns, sobald wir 300 haben. Schmiedetisch benutzen, Waffe verstärken. Über das Schmiedemenü könnt ihr eure Waffen und Runen und Schmiedesteine verstärken. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffen mit bis zu plus 3 verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann. Ey, wir sind broke. Außerdem haben wir nur einen von 2 Schmiedesteinen. Ushigatana. Wir starten einfach mit dem Ushigatana, Digga. Wie fucking geil ist das bitte? Ach so, dieser goldene Pfad, ne? Aha. Ach, hier ist diese goldene Spur. Schau mal. Seht ihr das, Chat? Bisschen wie bei Ghost of Tsushima, dieser... dieser Wind, ne? Kannst du mal die Map zeigen? So sieht die Map jetzt aus bei mir. Logischerweise unaufgedeckt. Hast du Samurai wegen Stats oder wegen Drip genommen? Sowohl als auch. Und ich hoffe auf
noch einen Umstieg auf Magie. Hallo? Oh, der tankige Boss. War das gerade eine Blutung? Ausrüstung. Hat die Waffe Gift? Ah ja, ja. Unten seht ihr Passiveffekte. Löst Blutverlust auf. In Klammern 45. Das ist wahrscheinlich die Stärke des Effekts. Was haben wir denn hier? Hallo? Oh, ich werde attackiert. Hallo? Bleib mal hier. Hä? Bruder, der ist ja... Ach, oh, Bruder, mir wird schlecht, Mann. Was ist los bei dem? Komm her. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Das gefällt mir aber gar nicht. Giftnebel oder so. Plus 13. Auf Sparflamme angelehnt. Giftblüte. Okay, scheiß drauf, Digga. Gar keinen Bock hier mit Libellen zu kaufen. Zu kämpfen. Man erwischt die gar nicht, die kleinen Viecher. Hier war doch irgendwo gerade ein großer Ritter. Boah, der Loot, Digga. Es fühlt sich sehr geil an, den mitzusaugen. Was haben wir hier unten? Hier ist doch irgendwo gerade so ein Ritter rumgelaufen. Da vorne ist irgend so ein Flugviech. Da vorne ist er. Einfach unendlich Ausdauer in der Open World. Es ist so genial. Ah! Ehrenlose Scheiße, Digga. Warum hat er sich umgedreht, der Hund? Er gibt nicht mal Loot, Digga. Puh. Aber feiere ich, dass man so wie in Sekiro auch richtig ja, durchschleichen kann, wenn man möchte. Hä? Okay, also das Gras macht uns nicht komplett unsichtbar anscheinend. Ishplay, mein Bester, danke für die 10 verschenkten Subs. Chat, lass mal einen Bomber steigen und ein paar Bomben regnen, sonst gibt's Stich in der Haut von Ehrenbruder Ishplay in die Nieren. Danke für die 10, mein Bester. Ich hoffe, die Leute bedanken sich bei dir, die den Sub ergaunert haben. Vielen Dank. Da fuck! Bruder, der rollt bergab wie Commander Kriegers YouTube-Karriere. Danke für die Sub-Option. Beste Leben, Mann. Fuß. Erstmal Team befahren. Digga, das braucht man bestimmt, das Stuff. Bruder, ich nehme mit, was ich habe. Guck mal unten rechts, ich bin broke, Mann. Danke für die Sub-Bombs. Psst. Oh, guck mal, hier ist irgendwas. Oh! Oh mein Gott. Vernichten von Gegnergruppen. Vernichte eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder. Die Anzahl und der Art der gefüllten Flaschen variieren je nach der Gegnergruppe. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Bruder, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, Dicker? Musst du nicht immer rasten, sondern kannst einfach, ja, fighten, Digga. Und wenn die halt, sag ich jetzt mal, schwach sind, dann nimmst du einfach for free eine Heilung mit. Bierflaschen? Nee, das glaube ich nicht. Heilflaschen. Das feiere ich. Das ist ja eine ultra nice Mechanik, Mann. Was ist los, Bruder? Moin, Jungs!
Was ist das hier? Das ist doch irgendwie was Komisches. Angriff, ja, für mich auch. Digga, ich komme nicht drauf klar, dass man so springen kann. Scheiß drauf, wir laufen dem jetzt nicht hinterher. Sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg, Chat? Ja, sind wir. Ich will zum ersten Boss! Ich will die erste Trophy! Oh, das ist jetzt ein Material. Ach, das, tut das irgendwie so nachwachsen oder so? Ruinenfragment. Die sehen tatsächlich stärker aus, als sie sind. Pilz. Tränen Skarabäen. Besiege sie, um die Flaschen aufzufüllen. Wir könnten nur so. Junge, 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 Digga. Da haben die sich ja ein paar Sachen ausgedacht. Okay, es gibt auch Tiere, die uns attackieren und nicht nur abhauen. Fühle ich und feiere ich. Oh, Chat, ich will irgendwas erkunden, Digga. Hier muss doch jetzt mal irgendwo was Geiles sein. Irgendwas muss doch jetzt hier mal sein. Ja, hier geht's weiter. Danke für die Donations. Sleepy, mein Bester. Guck mal hier, das sieht doch aus. Boah, das sieht doch aus wie ein dickes Feindlager. Mit Speedy Gonzales voran! Bruder, wie kann man eigentlich so gute Laune haben? Das muss eine Straftat sein. In Deutschland hast du nämlich nichts zu lachen. Da holt mich morgens FBI ab. Ich sehe es ja schon kommen. Hallo. Yes! Spiel mal mit einem Bogen. Bruder, kein Front, ne? Aber wer Bogen in Souls Games benutzt, der spielt auch COD mit dem Lenkrad. Moin Meister, wie geht's dir? Hey Jungs, geht's euch gut? Ah, okay, okay. I respect that. War halt wieder viel zu gierig, Digga. Bup. Viel zu gierig, Digga. Letzter Ort der Gnade, Marikas Pfahl. Tod. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufgesucht habt. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort eures Todes fallen. Falls ihr erneut sterbt, bevor ihr sie einsammeln könnt, sind sie für immer verloren. Klassischer, ja, wie es halt in Souls Game sich gehört. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu den verlorenen Runen. Hm. Tatsächlich auch nochmal eine kleine Hilfe, ne? In den anderen Souls-Games, Bruder, wurdest du angespuckt. Da musstest du, wenn du irgendwo am Arsch der Welt warst und ich wusstest, hey Digga, wo war ich jetzt genau? Da musstest du erstmal die Stelle wiederfinden, ne? Also oben beim Kompass, ne? Also das Schlaggefühl, Chat, 1A. 1A fühlt sich an wie in Dark Souls 3. Bin mal gespannt. Glaubt ihr, man kann unendlich Stuff tragen? Schleichen schon sehr stark. Kukri. Wurfmesser. Bruder, es ist so geil, einfach mit Pedals-Controller. Ich springe einfach unten am Pedal mit Dreieck, Chat. Da geht auch nochmal einfach der Tipp raus. Gewöhnt euch einmal an, mit 4 Pedals zu spielen. Es ist so geil. Es wird eure Spielexperience so boosten.
Also meines Erachtens ist das. Check mal meinen Partner Aim-Controller aus. Recht neu. Gute Baba-Controller-Qualität. Könnt ihr mit Gutscheincode Elotrix noch 10% sparen ab einem Warenwert von 10 Euro. Kuss. Von 20 Euro. 50 Euro, sorry. Sleepy, danke nochmal für 5 verschenkte Subs, Chat. Bruder, ich bin so hyped. Ich hyperventiliere gleich wieder. Gönnt mal einen Yippie und eine Bombe für Ehrenbruder Sleepy. Vielen Dank erneut für 5. Guck mal, man kann einfach die ganze Zeit unendlich sprinten, solange man nicht im Fight ist. Das ist so eine geile Mechanik. Einfach solche Five-Heads, Digga. Okay, die sind schon sehr schwach. Das ist halt das Startgebiet. Dann denkt man sich so, oh, Bruder, voll leichter Spiel. Easy, easy XP und so. Dann wird es immer ganz schnell ganz schön schwer. Was soll das mit diesen Schädeln, Chat? Was glaubt ihr, soll das sein? Warum liegen da immer so leuchtende Schädel auf dem Boden? Sind das unsere Seelen? Ja, ne? Schlag mal drauf. Ah! Ah! Wenn man sie... Ah! Okay, okay. Wenn man sie aufschlägt, dann ist manchmal was drinne. Boah, das fühlt sich 1A an hier. Ruinenfragment. Wie hieß der Stein, den wir vorhin aufgehoben haben zum Craften? Ich will direkt meine Waffe aufleveln. Schmiedestein, okay. Oh, oh, die sehen tanky aus. Moin. Oh mein Gott, ganzes Lager will mir an die Wäsche. Hey, Jungs! Muss nicht sein, hey! Was los, Dicker? Hallo, wie geht's euch, Jungs? Ja, ja. Aha, erzähl mir mehr. Ah, chillig. Dann gönne ich mir doch mal einen Zipper, Jungs. Ich hoffe, es ist okay. Ich hoffe, es ist okay! Ich komm mal ran! Oh Gott, Digga. Looten geht nebenbei immer. So, was da, was ist da? Hast du was dagegen, oder? Ihr Pisser. Euch habe ich gefressen. Ah, guck mal, die haben aber nur eine gewisse Reichweite. Gönnen wir uns mal einen Zipper. Okay, der hat ultra krasse. Der hat ultra krasse Balance. Kann ich diesen Arsch nicht backstabben, Digga? Was soll die Kacke eigentlich? Digga, der ist ganz schön tanky, der Bre. Hey, lass mal sein hier, ja? Digga, imagine, ich bin eigentlich der eine Gegner sieht mich und ich schleiche mich hier einfach an. Hat er mich jetzt aus den Augen verloren? Ah! Ah! Oh! Messingschild. Oh Gott, was ist das? Karte gefunden. Ach, scheiß drauf, Dicker. Ich öffne schon mal die Level-Up-Webseite. Todesbad, Digga. Ab jetzt, try hard.
war nur Chat, damit ihr was zu lachen habt. Damit es euch gut geht. Und ihr denkt, Bruder, easy Gutscheine, aber ab jetzt werde ich einfach nicht mehr sterben. So ein Ding wird das sein. Tim! Gabel! Der Allerechte! Vorhin auch in den Instagram-DMs auf korrekt. Mit 25 verschenkten Subs, Mann. Vielen Dank, Tim, Mann. Ich bin's, Tim! Lass mal ein paar Bomber steigen, ein paar Bomben regnen für ihren Bruder Tim. Vielen Dank, mein Bester. Wurzelharz. Bestimmt für irgendwas mit Feuer, nehme ich jetzt mal an. Okay, Jet, jetzt. Lager full clear. Kommt. Trust me. Also, mein Erachtens ist das weggeschmissenes Geld. Ah, großartig. Godric Soldatenbeinschutz. Draufgeklopft. Vielen Dank für die ganzen Subbombs, Jungs. Okay, Schild. Schild zum Backstabben immer noch Fivehead. Weil, wenn man das Schild so hoch nimmt, dann läuft man einfach anders um die Gegner rum als mit einer Rolle. Seht ihr? Dann schlagen die so an einem vorbei. Das ist einfach auch das 1x1 der Souls-Spiele. Oh, wir kriegen hier aber auch gut Items, Alter. Kann ich geduckt sprinten? Ja, ich kann geduckt sprinten. So gut. Habe ich in Valhalla schon gefeiert. Moin, Meister. Wie geht es Ihnen? One-Shot. Ich bin Tim. Der Chat so, oh no, Digga. Der ist viel zu gut, Mann. Der gibt ja dann gar keine Level-Up-Gutscheine. Absolut richtig. Ach du Scheiße. Oh, der hat ein bisschen durch das Schild durchgeschlagen. Oh Gott, ah, der ist ja deutlich tankiger, der Bree. Ausdauer füllt sich aber auch schon schnell. So satisfying. Nur das mit dem doppelt Waffe nehmen. Das verwirrt mich noch ein bisschen. Schwert des Getreuen. So, wo ist jetzt hier noch jemand? Was leuchtet hier? Achso, das sind ja auch noch unsere Runen. Moin. Boah, 2000 auf Tasche, Digga! Oh, da hatten wir gerade einen kleinen Lading-Clip im. Kohlemole. Psst. Legel. Okay. Kein Magier. Ja, wir mussten den Samurai nehmen, einfach wegen Swag. Oh, man kriegt so einen ehrenlosen Schaden von hinten, Digga. Oh, dieses scheiß Crack-Notenlager nimmt mir ja schon wieder hier die Ehre, Alter.
Mann, Digga, jetzt muss ich da wieder hingeiern, Digga. Ganz klassischer Dark Souls Loop, Digga. Wenn die Gier kickt, ja, ist so, Digga. Vor allem war ich gerade echt zufrieden, weil wir den einen großen Ritter eigentlich ganz gut weggemacht haben. Kann es auch ganz schnell anders laufen. Boah, hier geht's rein! Okay, Chat. Kann ich mir das markieren? Mhm. Okay, wir machen das Lager. Full clear. Und dann gehen wir da rein, Bruder. Bestimmt ein viel zu schwerer Dungeon, Digga, und ich werde totgefickt. Aber da freut sich der Chat. Mann, bleib doch hier, du fette Sau! Wir müssen gleich auch mal in den Offline-Modus. Die ganzen Nachrichten auf dem Boden stören teilweise. Dem Bray geht's nicht so gut. Ist da oben ein Heal-Ding? Ja! Aber dann spawnen die doch neu, oder? Also wenn man das aktiviert, rastet man direkt? Nein, gell? Man kann es aber, glaube ich, aktivieren. Großschwert des Getreuen. Ich denke, hier ist so ein guter Spot, wo man recht früh im Spiel looten kann, also Seelen farmen kann, weil man halt direkt um die Ecke so ein Bonfire hat. Ich meine, so viel geben die jetzt nicht, aber auch nicht wenig. In der Höhle sind doch Safe-Upgrade-Materialien, oder? Was meint ihr, Chat? Wollen wir erstmal der Hauptstory? Erstmal der Hauptstory folgen? Oder wollen wir da gleich in den Loot rein? Nicht in den Loot, in den Dungeon. Oder halt in die Höhle. Wo war eine Kiste? Irgendjemand von euch hat geschrieben, da war eine Kiste. Oder meintest du diese Kiste? Ich würde sagen, wir luschen mal in den Dungeon rein, oder? Wenn es zu schwierig ist, ja, dann freut ihr euch wegen den Level-Up-Codes. Erst Runen mitnehmen, ja, das sowieso. Haben wir die mitgenommen wieder? Nee, gell? Hier irgendwo vor uns sind die. Ihr seht oben beim Kompass. Okay, da ist gefährlich, die Stelle. Mal aufpassen. Voll geil, dass man einfach geduckt sprinten kann. Fühlt sich gut an. Der schleichende Boss. Haben wir schon aufgemacht. Ich habe das Gefühl, Motion Blur ist aktiviert. Ist ein bisschen. Ich probiere es mal auszumachen. Nee, das ist leider nicht, oder?
Ist besser oder nicht? Oh, hier geht's noch unten rein, Bruder. Es fehlt noch irgendwo ein großer Ritter, ne? Ich höre ihn. Hört ihn auch? Da ist er, da ist er, da ist er! Der untersucht die Leichen, oh mein Gott, der ist smart! Der ist einfach smart, Digga! Der ist einfach ein Fivehead! Ich habe meine Seelen immer noch nicht geholt. Jetzt. Oder so Nasenbluten. Dank, endlich. Drei! Habt ihr gesehen? Drei Heal-Flaschen haben wir bekommen. Drei Stück einfach. Also man kriegt nicht nur eine manchmal. Also Bruder, ich dachte, man kriegt vielleicht eine Aufladung oder zwei. Einfach drei Aufladungen. Geil. Dann lohnt sich's halt auch, einen Full-Clear zu machen. Einfach 3754 Seelen auf Tasche! Den Keller, ja, beruhigt euch, Chat. Erstmal rasten. Oh. Zwischensequenz. Wir gehen in den Keller rein, Chat. Benutzt keine Magie, teilt die Flasche zur Gesundheit ein. Stimmt. Habe ich aber noch nicht gepeilt, wie es geht. Muss ich gleich mal abchecken. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Melina. Heute langer Stream. Oder was ist das denn für eine Frage, Digga? Selbstverständlich. Das ist wahrscheinlich unsere Feuerhüterin, nehme ich jetzt mal an. I offer you an accord. Eine Abmachung? Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden. Huh. Da sehe ich uns. Turning runes into strength. Und ah! In your search for the Elden Ring. You need only take me with you. Jetzt schon aufleveln. To the foot of the Erd Tree. Bis zum Fuße des Erdenbaums. Wir weigern uns natürlich, Kappa. Then summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Spektral Ross Pfeife. Reittier. Reittier. It will summon a spectral steed. Geil. Named Torrent. Haben wir den Lebensring eigentlich angelegt? Treat him with respect. Natürlich.
Zeit vertreiben, Stufenaufstieg, Flaschen. Ah, Flaschen, hier. Flaschenaufladung hinzufügen. Mit einer goldenen Saat erhöhen, ja. Nicht genug goldene Saat. Konnte man goldene Saat? Ja, Chat, wieder versprochen. Ganz witzig. Haha, hatte Sex mit euren Schwestern. Konnten wir als Startgeschenk so eine goldene Saat auswählen? Ey, schiebt ganz anders. Danke für die 5 verschenkten Subs. Gönn mal eine Nippi und eine Bombe. Flaschen verstärken. Mit einer heiligen Träne erhöhen. Flaschenauffüllung verteilen. Über dieses Menü könnt ihr die Anzahl der Nutzung in jeder eurer Flaschen verteilen. Dann wäre es ein gutes Startgeschenk gewesen. Scheiße. Fuck, festgelegt das Maximum. Ihr könnt. Ja, ist klar. So. Guter Call. Jetzt haben wir schon mal 4 Zipper. Wir benutzen ja aktuell keine Magie. Stufenaufstieg. Jetzt bin ich gespannt. Oh, ist so geil! Geil! Your ambitions, the principles you would follow. Ja, ganz klassisch. So. Hilfe. Ich hätte gerne Hilfe. Erklärung. Kraft. Bestimmt eure Lebenspunkte. Beeinflusst ebenfalls die Feuerresistenz und Immunität. Dieses Attribut bestimmt eure Fähigkeitspunkte und euren Fokus. Aha, Geist. Habe ich mir gedacht. Mana. Kondition. Dieses Attribut bestimmt eure Ausdauer und eure Robustheit. Das Attribut bestimmt ebenfalls, wie schwer eure Ausrüstung sein darf. Ganz klassisch. Stärke. Für schwere Waffen. Verstärke mit Skaliere. Ja. Aha. Okay. Geschick. Senkt Zauberzeit sowie Fallschaden und lässt euch fester im Sattel sitzen? Digga, einfach Zauberzeit gesenkt. Das ist ja auch big, big, big. Weisheit. Schimmerstein-Zauberei erforderlich. Von Zaubereien verstärkt es die Macht und erhöht eure Magieresistenz. Glaube. Mhm, Arkanenergie. Für die Entdeckung erforderlich. Heiligschaden, eure Lebenskraft sowie bestimmte Zaubereien und Anrufungen. Ludwigs Call in den Chat. Hm. Wie viele Level-Ups können wir uns gönnen? 4. Weil 4 steht für Lifestyle. Hm. Erstmal alles entleben, oder? Komm. Benutzt die Ihr könnt das Spar nach seinem Tod erneut rufen. Das verbraucht jedoch eine Flasche mit Purpurtränen. Hoch zu Ross drückt er. L3. Ja, Beutel 6 Gegenstände. 4 dieser Gegenstände. Ohne das Öffnen, das darf nicht benutzt werden. Okay. Wo ist der Ringslot? Wo ist dieses Item? Ach, da ist es, Medaillon. Erhöht eure maximalen Lebenspunkte. Wir können nur ein Medaillon tragen? Es gibt keine Ringslots, Chat. Ey, Mike, grüße dich, mein Bester. Chat, es gibt keine Ringslots. Ein Medaillon-Slot nur.